Ja, super. Danke. Ich freue mich, dass ich hier sein kann. Hat relativ spontan auch geklappt. Das ist super. Ich habe auch versprochen, ich halte mich kurz, weil das Programm ist ja doch irgendwie gut gefüllt hier. Also, ich bin eigentlich schon relativ lange mit Hessel aktiv. Wie die allermeisten habe ich in der Uni angefangen und habe dann auch im Umfeld so ein bisschen darum promoviert und auch sogar fertig promoviert. Aber 2010 habe ich dann entschieden, an der Uni, das ist genug. Und ich bin dann zu einer Firma gegangen, wo wir dann, naja, explizit gesagt haben, wir wollen Haskell machen. Haben wir auch tatsächlich gemacht. Das ist eine relativ kleine Firma. Wir haben jetzt inzwischen sogar ein bisschen gewachsen. Wir haben so 8 feste Mitarbeiter. Und also ca. 5 freie. Wir machen Softwareprodukte für den Medizin- und Pflegebereich. Und wie der Tim schon sagte, ich weiß nicht, ob wir die einzige Firma sind, aber wir sind auf jeden Fall eine Firma, wo zumindest die serverseitige Software fast ausschließlich in Haskell geschrieben ist. Die Software, die wir zurzeit und die wir eigentlich seit 2010 entwickeln, also schon ziemlich lange eigentlich, 6 Jahre inzwischen, die heißt Checkpad. Das ist eine, zum einen eine Kollaborationsplattform und zum anderen eine elektronische Patientenakte für Ärzte, vor allem für Ärzte im Krankenhaus. Das heißt, mit dieser App, das ist eine mobile App, die läuft unter iOS, seit neuestem auch unter Windows 10 und auch im Web. Android wollte bisher niemand, wir würden es auch machen, aber ist in den Kliniken offensichtlich nicht so beliebt. Genau, und mit dieser App arbeiten die Ärzte eben zum einen, um miteinander zu kommunizieren, um irgendwelche Formulare, Fragebögen zu den Patienten auszufüllen, um Aufgaben zu machen, um Aufgaben zu delegieren, um irgendwie über Befunde zu diskutieren. Und zum anderen ist in der App alles so drin, was es so an wichtigen Krankenhausbefunden gibt. Also Röntgenbilder, Laborwerte und so weiter und so fort. Alles, was halt so ein Arzt braucht, um einen Patient zu behandeln. Ich will ganz kurz die Struktur von dem ganzen System vorstellen, damit ihr so ein bisschen einen Eindruck kriegt, wo da überall Haskell mit reinspielt. Das Ganze fängt eigentlich an im Krankenhaus, da entstehen die Daten, die für Checkpad relevant sind, also sprich, da entstehen Laborbefunde, da werden Röntgenbilder, CT-Bilder gemacht, da werden OP-Berichte geschrieben und so weiter. Und die fließen dann in Checkpad rein über eine Import-Komponente, die ist typischerweise krankenhausspezifisch. Ich weiß nicht, wer von euch schon mal, wahrscheinlich hat niemand, weiß ich nicht, keine Ahnung, hat jemand schon mal mit im Krankenhaus irgendwie Software geschrieben? Man hat über irgendwelche Schnittstellen, kommuniziert. Also da ist eigentlich hier, schlägt man die Hände über dem Kopf zusammen, weil es macht irgendwie jeder das, was er will. Es gibt so Standards, aber die sind eher so auf syntaktischer Ebene, wobei da auch manchmal das Quoting relativ frei interpretiert wird. Also das ist ein ziemliches Chaos. Deswegen ist diese Importstelle in den allermeisten Fällen krankenhausspezifisch. Und danach haben wir noch so eine Interpretationskomponente, die so alles glatt bügelt und da so ein bisschen Ordnung reinbringt, ist auch noch immer stark krankenhausspezifisch, weil das macht jedes Krankenhaus irgendwie anders. Und nach dieser Interpretation, also da überführen wir quasi die Krankenhausdaten in unser eigenes Datenmodell, danach ist alles schön. Danach machen wir jetzt das, um Befunde auf den mobilen Geräten vernünftig anzuzeigen, das heißt bei uns UI-Generierung. Und danach passiert alles immer noch auf dem Server. Danach gibt es dann, je nachdem, welches Frontend jetzt angesprochen werden soll, es gibt einen Synchronisationsserver, der übernimmt dann nachher die Synchronisation der mobilen Geräte, also Windows, Tablet oder in dem Fall iOS-Geräte. Die ganzen mobilen Geräte funktionieren alle offline. Das heißt, der Arzt kann auch arbeiten, wenn kein WLAN oder nur sehr schlechtes WLAN verfügbar ist. Das ist kein Problem. Die werden also auf die Geräte drauf gepusht. Oder es gibt auch hier einen Webserver, wo dann die Browserschnittstelle mitläuft. Also das ganze Ding ist zumindest bis jetzt einfach so eine Pipeline. Die Daten werden in den Krankenhaus reingepusht und werden dann durch diese Pipeline quasi durchgepusht bis auf die Endgeräte. Und das Ganze funktioniert auch wirklich, also im Optimalfall ziemlich schnell. Manchmal gibt es so ein paar Hakel, manchmal hakelt es noch ein bisschen, aber also bis so ein Befund hier reinkommt, bis es dann auf so einem mobilen Endgerät ist, ja,
ein, zwei Sekunden, dann ist das da. Also das ist wirklich ziemlich schnell. Was wir zusätzlich noch haben, das ist jetzt das sozusagen, hiermit kann man dann nur Befunde auf diese Geräte bringen. Wir haben zusätzlich noch eine Komponente, die nennt sich Workflow Service. Da laufen dann Aufgaben und Formulare, die die Ärzte ausfüllen. Also das erfüllt, das ist quasi diese Kollaborationskomponente. Und die schreibt man tatsächlich auch wieder Daten ins Krankenhaus zurück. Wenn ein Arzt irgendwie einen Fragebogen vor der OP mit unserer App ausfüllt, dann ist es natürlich wichtig, dass der ins Krankenhaus zurückkommt, wo er dann irgendwie revisionssicher gespeichert wird, dass im Falle der Patient klagt, dann irgendwie mal sagen kann, aber hier, du hast den Fragebogen ausgefüllt und es ist klar, du hast gesagt, du bist irgendwie nüchtern und jetzt hast du jetzt Komplikationen, bist du selber schuld. Ist das ein Kaumkartin, das ist der da? Das ist ein Bundtest, ja. Bin ich zurückgegangen. Der Bund ist es, genau. Und das Interessante ist also, alles was grün ist, ist nicht komplett, aber zu einem großen Teil in Hessen geschrieben. Also das Grüne ist quasi der Serverteil. Und da ist fast ausschließlich Hessen im Einsatz. Wir haben hier an dieser Import-Schnittstelle haben wir noch ein bisschen Scala im Einsatz, weil da gibt es oftmals Scala, Java, an Java-Libraries zum Beispiel, um SAP anzusprechen. Die will man nicht irgendwie in Hessen neu sehen. Also nur, dass ich richtig verstehe, bei der UI-Generierung, das ist passiert auf dem Server. Ja. Und ihr baut da eigentlich keine UI, sondern ihr generiert Daten passend für die UI. Die Beschreibung. Ne? Ja, genau. Man kann sich so vorstellen, das iPad oder das Windows-Dings da, was die UI-Generierung ausspricht, ist sowas ähnliches wie HTML. Mhm. Also es ist nicht HTML, aber so kann man sich vorstellen. Und hier läuft im Wesentlichen eine Rendering-Engine, die das dann anzeigt. Also wir generieren jetzt keine Views oder sowas in dem Sinne, sondern eine abstrakte Beschreibung der UI. Und also die mobilen Clients, die wissen eigentlich nichts, dass sie was Krankenhausspezifisches anzeigen. Sie könnten auch die neuesten Fußballergebnisse anzeigen, wenn du das in diese UI-Beschreibungssprache reinkriegen. Das ist sowas komplett eigenes, was ihr da habt, so interne. Eigenes. Ja, genau. Wir haben halt einfach, die werden auch auf dem iPhone und auf den Windows-Dingern nativ gerendert mit nativen Komponenten. Deswegen ist es eben nicht HTML, sondern nur ähnlich wie HTML. Aber wir haben da eigene Clients gebastelt hier. Genau, das ist ein eigener Client, der hat zum einen mal dieses Rendering, aber zum anderen auch diese Synchronisationslogik, damit die offline funktionieren. Also diese ganze UI, diese UI-Beschreibung landet auf den Clients und ist dann gespeichert und deswegen funktioniert es auch offline. Also da ist auch irgendwie so eine Art Logik mit drin. An welcher Stelle? Ja, also, ja. Das ist sowas wie Buttons, wenn ich sage, da soll ein Button sein und wenn er da drauf tritt, soll was passieren. Ist genau. Das da auch schon drin? Das ist da auch schon drin, das genau. Das ist manchmal also, eine kleine Programmiersprache. Nee, also JavaScript. Die Logik ist es JavaScript. Ah, okay. Oh, wirklich. Genau, damit kann man dann da die kleinen Skripten. Das ist insbesondere wichtig, als es ein Rieseneck eine neue Client-Person nicht rauszubringen, aber unter die Nutzer zu bringen. Das ist in der Klinik kompliziert. Die müssen dann manchmal sammeln die alle Geräte ein und aktualisieren sie. Das will man nicht oft machen, deswegen. Gibt es die Möglichkeit, im Kleinen über JavaScript zu skripten. Programmiersprachen, ich habe gesagt, der Serverteil ist zum größten Teil in Haskell geschrieben, deswegen haben wir auch 230.000 Zeilen Haskell-Code. Der Objective-C-Client ist auch ziemlich groß, der hat 20.000 Zeilen. Der JavaScript-Code ist in Wahrheit TypeScript-Code, ein bisschen besser, deutlich besser wie JavaScript. Dann haben wir noch so ein bisschen Scala-Code und der Windows-Client, der funktioniert noch nicht so hundertprozentig, oder nee, da ist noch nicht alles implementiert, sag mal so, deswegen ist er noch relativ klein. Aber ihr seht, Haskell ist doch mit Abstand die größte Programmiersprache in dem Projekt. Die Frage ist natürlich, wie bringt man Entwickler dazu, freiwillig Objective-C zu benutzen, wenn sie Haskell kennen? Naja, das ist eine Kompromisse, die ich mir vorgestellt. Auf dem Kleinen gibt es, gut, jetzt gibt es auch mit Swift die Möglichkeit, also wir inzwischen ist Swift, hat eigentlich da sind auch ziemlich viele funktionale Features drin. Inzwischen ist die Swift-Implementierung auf den, also in der Apple-Entwicklungsumgebung auch weit genug, denke ich, dass man das mal produktiv einsetzen könnte. Aber der Client ist eigentlich, der einfach diese eigentlich mehr oder weniger nur die Rendering-Engine ist und das Skripten der Logik geht mit dem JavaScript, das vom Server kommt, wird am Client nicht mehr so arg viel gemacht. Also der Client ist, ja, da finden Bugfixes statt, aber so die richtigen Features entstehen eigentlich nicht am Client. Stellt man dann einen iOS-Entwickler an, der wird dann in einen eigenen Raum gesetzt und darf keinen Kontakt zum Haskell-Entwickler. Nee, das machen auch die Haskell-Entwickler. Also
Von dem Haskell-Entwickler erwarte ich, dass er auch Objective-C programmiert. Vielleicht dann nicht der UI-affinste, das ist tatsächlich vielleicht ein bisschen tatsächlich ein Problem. Aber Objective-C programmieren ist nicht so das Problem. Gut. Ich habe noch zwei Slides zusammengestellt, wo ich die Pros und Kontras von Haskell aus unserer Sicht mal zusammenstelle. Wirklich ein Vorteil von Haskell ist das Typsystem. Das Typsystem ist sehr mächtig, selbst wenn man nicht irgendwie die neuesten Typsystemerweiterungen verwendet, sondern einfach nur sozusagen standardmäßig, dann kann man auch schon sehr viele Fehler da im Typsystem abfangen. Wir machen relativ häufig Gebrauch von Nebenläufigkeit und genießen es, dass es mit SDM relativ einfach ist, nebenläufige Prozesse zu koordinieren. Klar, Kontrolle über Seiteneffekte, jeder, der Haskell programmiert, weiß, das ist eine super Sache. Man kann einfach abstrahieren. Und in so einem, ich sag mal, Real-World-Haskell-Projekt ist es immer sehr nett, dass Simon Peyton Jones, ich glaube, der war das mal in einem Paper geschrieben hat, Haskell sei the world's finest imperative programming language. Also es ist wirklich toll, dass man einfach auch über so I.O.-Blöcke einfach abstrahieren kann, die Kontrollstrukturen sich selber bauen kann. Das ist tatsächlich auch was, wovon wir in dem Projekt häufig Gebrauch machen. Was uns mit Haskell häufig haut, gut, inzwischen haben wir es, glaube ich, im Griff, aber besonders am Anfang mit Laziness kann man sehr leicht Speicherlecks bauen. Also als ich noch an der Uni war oder sowas, war mir das eigentlich egal. Ich glaube, das hat mich nie gestört. Mein Programm ist immer 5 Sekunden gelaufen und dann war es fertig, ist egal, ein Speicherleck hat. Aber wenn man halt so einen Server hat, der 2, 3 Wochen, Monate läuft, dann ist es eben wichtig, dass man möglichst keine Speicherlecks hat. Und mit Laziness passiert das nämlich relativ leicht und wir haben deswegen bei uns so eine Policy, wenn du einen Typ hast und du willst Werte von dem Typ lange im Speicher halten, irgendwo in einer Variable abspeichern, dann muss der Typ vollständig strikt sein. Das ist sicherlich nicht die eleganteste Lösung, aber sie funktioniert. Warum die Speicherlecks auch noch ein bisschen unangenehm sind, ist, dass das Laufzeitmonitoring in Haskell nicht so wahnsinnig gut ist. Also wenn man einen Speicherleck hat, dann das zu finden, das kann unter Umständen viel Arbeit sein. Profiling, gut, das gibt es, aber es funktioniert zum einen nur offline, das heißt, man muss das Programm speziell kompilieren und dann hat es ziemlich andere Performance-Charakteristik, also ein mit Profiling kompiliertes Programm ist deutlich langsamer als ein ohne Profiling kompiliertes Programm. Das ist sozusagen ein bisschen, macht diese Sache mit den Speicherlecks noch ein bisschen angenehmer. Aber mit Disziplin und Code-Reviews und ein bisschen Erfahrung kriegt man das eigentlich auch im Griff. Gut, ich habe hier noch so eine kleine Sache vorbereitet, aber ich glaube, angesichts der fortgeschrittenen Zeit verzichte ich mal drauf. Bitte? Das ist ein bisschen verrutscht, weil hier fehlt das IFA mit Port. Hier ist alles gut. Der macht 14.3, habe ich noch anscheinend. Ja, ich meine, jetzt wissen wir das. Ja, und das bei aber D5 wir haben eigentlich schon, wir haben, glaube ich, schon Zeit noch, wenn das. Ja? Ja. Und da ist dann ein Store im D5. Also gut, dann, wenn noch ein bisschen Zeit ist, dann erkläre ich es auch gerne. Also hier die erste Spalte fehlt. Das ist jetzt hier ein einfaches Beispiel, das tatsächlich aber so sehr ähnlich in der Praxis mal bei uns vorkam. Wir wollen uns irgendwie zu einem Schlüssel und irgendwelchen Daten, wollen wir uns in einer Map die Prüfsumme der Daten, die MD5-Prüfsumme der Daten merken. Also so eine Art Cache und man kann dann gucken, ob sich was geändert hat oder nicht. Man kriegt natürlich nicht die ursprünglichen Daten raus, aber man kann zumindest gucken, ist es das gleiche oder hat sich es höchstwahrscheinlich oder hat sich es geändert. Und ja, dazu berechnen wir hier irgendwie die MD5-Prüfsumme von diesen Bytestrings und schmeißen den dann in diese Map rein. Und weil wir ja gute Haskell-Programmierer sind und gerne mit Typen arbeiten, haben wir uns hier einen extra Datentyp für MD5 definiert. Und diese MD5-Funktion ist hier ein M, was fehlt. Und die MD5-Funktion nimmt halt Weiß und Weiß und berechnet dann die MD5-Summe da. So. Und die Frage ist jetzt, ist es ein Speicherleck oder nicht? Und es kommt drauf an. Je nachdem, was man macht. Wenn man eine strikte Map nimmt und den MD5-Datentyp so definiert, dass dieses Feld, das die MD5-Prüfsumme hält, strikt ist, dann ist alles in Ordnung. Dann sieht die Map irgendwie so aus, man mappt den Key auf diesen MD5-Datentyp und der hat dann halt einfach, zeigt dann auf diesen 16-Byte
Prüfsumme. Ist das Datamap strict, nur Spine strict? Nur die Konstruktoren der Maps sind, glaube ich, strict. Nee, Datamap, da wird auch der Value, wird dann beim Einfügen wird der Value ausgewertet. Mhm. Deswegen landet hier gleich die Prüfsumme. Mhm. Außer man hat den Datenpunkt falsch definiert. Oder dann ja, genau. Es gibt nämlich zwei Möglichkeiten, sozusagen, das zum Speicherleck werden zu lassen. Aber das sieht man das wahrscheinlich schlecht. Das eine ist, wenn man eine Lazy Map verwendet. Das ist irgendwie schlecht zu sehen. Wenn man eine Lazy Map verwendet, dann wird der Wert, den man da reintut, also sprich, dieses Ding hier, wird halt nicht ausgewertet. Und dann steht der Thunk in der Map. Und der Thunk referenziert diesen Byte-String. Und der Byte-String war in unserem Fall ein PDF, was irgendwie mehrere Megabyte groß war. Ja. Schlecht. Und genauso passiert es eben, wenn man zwar eine strikte Map verwendet, aber hier kein Ausrufezeichen hinmacht. Ja? Dann für das Einfügen in die Map, ich habe vorher gesagt, bei der strikten Map wertet das Einfügen in die Map den Wert, den man einfügt, aus, aber eben nur WCAT-Normalform. Das heißt, ja gut, WCAT-Normalform von diesem MD50, wenn hier halt kein Ausrufezeichen ist, dann steht da halt immer noch der Thunk, und zwar in dem Fall dieser Thunk hier, und dann ist genau das gleiche passiert. Man referenziert wieder dieses FL dann im PDF. Also das ist eigentlich einfach nur ein Beispiel, um zu sehen, es ist manchmal ganz schön vertrackt, rauszufinden, ist hier ein Problem oder ist kein Problem. Das ist eine neue Erweiterung, Secret Castle. Ja. Ja, genau, das ist das Set. Also es gibt da zwei, zwei Abarten von, zwei Varianten von. Die eine macht es nur bei Datentypen, so wie hier. Und die andere annotiert, glaube ich, auch gleich alle Funktionsargumente mit dem Ausrufezeichen. Unsere Policy ist quasi nur bei den Datentypen, bei den Feldern der Datentypen muss ein Ausrufezeichen stehen. Das ist mehr oder weniger unsere Policy. Das reicht ja noch nicht unbedingt aus, oder? Also das ist ja auch wieder noch nicht genau. Ja gut, also wir nehmen halt an, es ist auch tatsächlich rekursiv. Also dieses Ding, klar, es reicht natürlich nicht nur aus, hier ein Ausrufezeichen zu haben, wenn hier ein String steht, ist Käse. Dann hast du wieder, genau, Policy ist Ausrufezeichen und das Ding hier muss selber vollständig strikt sein. Bei einem Nicht-Lazy-Byte-String ist es zum Beispiel gegeben oder bei einem Nicht-Lazy-Text. Bei String wäre es nicht gegeben, völlig. Ja. Anstatt das Ausrufezeichen bei dem Record-Feld zu machen, also man könnte statt Data MD5 auch Newtype MD5 schreiben, oder? Newtype MD5 wäre auch gut, genau. Da braucht man auch kein Ausrufezeichen. Genau, völlig richtig. Newtype MD5 ist zumindest bezüglich die Striktheit genau gleich wie das Ding mit dem Ausrufezeichen. Also wenn man, das ist schon ein strikter Beispiel an sich, aber wenn man eben kein Ausrufezeichen, dann ist der Wrapper außenrum dann noch nicht strikt. Genau, dann wird halt dann wird der Wert des Felds halt lazy berechnet. Bei Newtype wird es eh weggehen. Und bei Newtype, der Newtype, der Newtype, der gibt keinen Newtype-Konstruktor.